All-inclusive beim Sportabzeichen des DOSB und des LSB Berlin. Über 1000 Breitensportler testeten ihre Skills im Sportzentrum Siemensstadt. Das Besondere in diesem Jahr, wirklich jeder konnte mitmachen, denn Inklusion war das Zauberwort. Und damit es nicht bei einer leeren Worthülse bleibt, haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen. Wir haben von vornherein auch mit den Behindertensportverbänden zusammengearbeitet. Das ist der Berliner Behindertensportverband, das ist der Gehörlosensportverband. Und wir haben auch zusammengearbeitet mit Special Olympics. Und wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie das hier eine runde Sache wird, dass auch wirklich behinderte und nicht behinderte Menschen auch gemeinsam das Sportabzeichen abnehmen können. Geprüft wurde in 4 Kategorien: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination. Wichtig dabei, die Leistung wurde jeweils nach Alter, Geschlecht und Behinderungsgrad bewertet. In jeder Kategorie konnte man eine von vielen Disziplinen auswählen und darin 1 bis 3 Punkte holen. Die Addition dieser Punkte auf der Prüfkarte bestimmte am Ende dann die Farbe des Abzeichens. Heißt, ab 4 Punkte gibt es Bronze, ab 8 Silber und ab 12 Gold. Wir haben Sportabzeichen gemacht und haben Goldmedaille gewonnen. Und auch andere Kids fanden es toll, dass wirklich jeder die Chance hatte, sich hier zu beweisen. Sehr schön. Ja, gut, dass auch alle mitmachen können. Nicht nur die, die nicht im Rollstuhl sitzen oder nicht behindert sind, sondern auch alle, dass alle gleichberechtigt sind. Ein besonderes Highlight kam da noch obendrauf, und zwar Frank Busemann, 1996 Olympia-Zweiter im Zehnkampf. Was macht der denn eigentlich hier? Na klar, das, was er am liebsten macht, sich sportlich messen. Wie auch einige andere Promis trat er nämlich gegen 5 Teilnehmer an. Wirklich ein riesiger Spaß, nicht nur für die Kleinen. Ja, ich laufe immer gerne mit, weil Sport zusammen einfach am meisten Spaß macht. Und am Rand stehen und schlaue Sprüche. Das ist einfach, aber sich den 8-Jährigen, nee, 10 Jahre, 11 Jahre waren die jetzt im Wettkampf zu stellen. 12, Entschuldigung. Den 12-Jährigen, ja, und die sind schneller als ich. Warst du auch schneller als ich? Ja, Wahnsinn. Wie die Raketen. Wir waren alle schneller als ihr. Boah. Best Friends ever. Am Ende zählte heute das, worauf es aber im Sport ankommt. Die Leistung des Einzelnen, unabhängig von unveränderlichen Faktoren. Und natürlich die kleinen und großen Glücksgefühle untereinander. Hauptstadtsport TV. Für groß und klein. Klick rein. Ja!